Alter, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mit einem TPT React. Ein letztes noch, bevor Bargisch abhaut. Er ist schon am Ende, aber ein Video geht noch. Und zwar wurde letztens ein Artikel bekannt gegeben, geschrieben, weiß nicht, News, wo ein Spieler ausgeraubt wurde für 10.000 Euro, Ordner und so. Was? Was? Eine wurde ausgeraubt im Wert von 10.000 Euro. Also, ich habe den Artikel nicht gelesen, also früher gab es regelmäßig Sachen, dass was geklaut wurde, aber in letzter Zeit wurde lange nichts geklaut, aber anscheinend jetzt aber wieder... Ich will mehr über die Geschichte hören. Hong, erzähl mal ein bisschen die Geschichte. Also er hat halt normal in seinem Shop gechillt, Locals und so, ist öfters da gewesen, dann ist halt eines Tages nach Hause gefahren, abends, und dann haben ihm halt welche aufgelauert und haben halt alles vor seiner Haustür genommen. Ja, Mann. Also das heißt, man kannte sich aus, man wusste, dass er die Ordner hat, die Karten hat, ja. Und das waren wahrscheinlich irgendwelche Leute, die auch vielleicht bei ihm im Shop oder irgendwas halt, keine Ahnung, und haben ihn halt dann beraubt, ja. Und da sieht man einfach, was Yu-Gi-Oh! Sein kann, wirklich mit Verbrechen und so jetzt mittlerweile, oder? Ja, aber ganz ehrlich, also erstens, das wurde er zu Hause ausgeraubt oder auf der Straße? Auf der Straße. Ja, aber er war noch nicht zu Hause, hat aber Sachen im Wert von 10.000 Euro mit dabei. Wieso nehme ich die Karten vom Shop mit nach Hause, 10.000 Euro? Also weiß nicht, das ist wie wenn jemand irgendwie 10.000 Euro von der Bank abhebt und dann nach Hause geht und dann wird's, also das ist schon ein bisschen für mich fahrlässig. Ja, aber er war, also zum Beispiel so wie wir jetzt, ja, du hast auch einen Ordner vielleicht, ja, und nimmst ihn halt mit, wir sind jetzt auch hier im FT, ja. Und ich packe es da ein, gehe nach Hause und dann werde ich von den Leuten, die wissen, wer ich bin oder was ich habe, ausgeraubt. Ja? Also, was solltet ihr sonst machen? Was ist so? Shop, er muss seine Karte mitnehmen. Ja, aber wenn er Shop ist, wieso hat er nicht im Shop? Er ist kein Shop, er war im Shop. Er war im Shop. Wieso wie ihr jetzt? Erst so, ja. Also erstens, wenn er im Shop war, dann hat man im Shop einen Tresor oder irgendwas und nimmt es nicht immer mit nach Hause und kommt dann wieder hierher. Nein. Checkst du es gerade nicht? Ich sag, er war ein Trader oder sowas, ja. Er war kein Besitzer. Ja, aber das ist so wie wir. Ja, sag ich. Hast du ein Safe oder was? Oder haben wir ein Safe? Kann ich mal, also nee, ich sag nur. Also ich will nur von beiden Varianten sprechen. Ich will nur sagen. Lass mich mal doch ausreden. Ich will zum Beispiel solche... Oh mein Gott, Nikolai. Er weiß gar nicht, wovon ich rede. Ich rede sowas zum Beispiel wie der Rudi. Der verkauft hier Karten, Tauschkarten und so weiter. Und wenn ich Karten im Wert von 10.000 Euro habe, würde ich die einfach nicht mit mir mitschleppen. Ich würde das nicht machen. Aber Rudi macht es auch. Ja, aber Rudi hat jetzt auch alle seine Karten. Wenn wir jetzt ihn ausrauben, haben wir... Namen zu nennen und alles. Nein. Der Rudi hat doch jetzt auch seine ganzen Karten dabei. Und wenn jetzt mal alle Karten, jetzt er geht zum Auto, ich weiß ja, wo er parkt, und dann laue ich ihm auf und nehme ihn alles weg. Und wenn ich alles verkaufen würde, hätte ich auch ein paar tausend Euro. Deswegen würde ich halt, wenn ich Karten in so einem Wert habe, ich würde sie nicht mit mir draußen schleppen. Ich würde die nur in meinem Shop belassen und nicht irgendwie woanders, sag ich mal, hintragen. Und wenn ich so ein Otto-Normalverbraucher bin, dann würde ich auch nicht draußen rumlaufen, sag ich mal, weil egal was man hat, ob das Yugi-Karten sind, ob das Bargeld ist, ob das, keine Ahnung, die Halskette von der alten Oma ist, wenn ich da irgendwie was Wertvolles habe, dann muss ich halt aufpassen, sag ich mal, darf ich keine große Klappe riskieren, weil das wussten ja anscheinend welche, die waren ja vorbereitet, die werden ja nicht einfach so ihm aufgelauert haben, also wussten die schon, also da muss man wirklich aufpassen, weil im Endeffekt, das ist einfach ein Wertgegenstand, egal ob das jetzt Karten sind oder nicht, es ist was Wertvolles und das kann halt passieren. Ja, natürlich kann es passieren und ich denke, es ist auch schon öfters passiert, aber er hat halt seinen Ordner dabei und ist tradet oder keine Ahnung oder tauscht oder spielt oder was auch immer und ahnt nichts und dann wird halt ausgeraubt. Ja, das ist ja genauso wie wenn ich jetzt zum Beispiel beim Geldautomaten bin und ich hebe zum Beispiel 1000 Euro ab oder 2000 Euro und einer sieht es vielleicht, ja, einer von irgendwas, ja, und kann man auch davon ausgehen, dass ich dann auch vielleicht einen Schlag auf den Kopf bekomme und dann ist mein Geld auch weg. Weißt du, was ich meine? Wenn es halt einer beobachtet, ja. Ja, aber da sag ich mal, er war im Kartenshop, wo keine Ahnung, vielleicht 50 Leute sind. Jeder sieht den Ordner, jeder weiß, was er hat. Also er ist, sag ich mal, da ist eine große Aufmerksamkeit und die zieht er auf sich an, ne? Und jeder weiß, dass er halt das hat und dann wird er vielleicht beobachtet. Und sag ich mal, da ist einfach ein größeres Potenzial, dass da was passiert.
Und deswegen muss man da wirklich aufpassen, weil auch bei uns ist es vielleicht nicht so, aber Amerika, da sind ganz andere Voraussetzungen und da kann auch viel mehr passieren. Also da, wenn man, keine Ahnung, wenn man da bis 8 Uhr abends, wenn es dann dunkel ist und dann geht man da alleine, also kann schon mal was anderes passieren. Ne? Ja, die Frage ist jetzt, wie kriegt der eine seine Karten los, wenn er auf einmal so viele Karten hat? Online. Ja, aber er kann ja nicht alles auf einmal reinstellen. Er muss alles Stück für Stück über einen längeren Zeitraum. Also, er muss seine Karten reinwaschen. Also er wäre, ich glaube, also ich glaube, er wäre jetzt nicht so dumm und würde dann sagen, ich habe jetzt hier Karten wert von 10.000 Euro, kauft sie mir jemand ab oder so. Verstehst du? So dumme. Ja, dann hoffen wir mal, weil dann wissen die ja, wer das war. Ja, aber man stelle sich vor, jetzt jemand wird hier bei uns ausgeraubt und das wird bei Yu-Gi-Oh! Card Market eingestellt. Wer soll wissen, dass die geklaut sind? Woher wollt ihr das wissen? Keiner weiß es. Ja, wenn er auf einmal. Nicht auf einmal, aber wenn er die Karten... Ja, langsam über einen längeren Zeitraum. Genau. Aber er kann ja, wenn er Karten im Wert von 10.000 Euro hat, dann kann er immer noch Karten für, sagen wir mal, 1.000 Euro, 2.000 Euro und dann immer mehr und mehr und mehr, wenn die verkauft sind. Und nach und dann nach einem halben Jahr hat er das wieder drin. Ja, außer, ist ja ein halbes Jahr. Außer er schreibt bei eBay rein, ich habe einen Ordner zu verkaufen im Wert von 10.000 Euro. Ja, dann zum Beispiel. Ja, wie man, sofort kauft 10.000 Euro. Ja. Ja, aber ist halt schon krass. Sieht man halt wieder, wie viel Wert so welche Karten haben können. Ja, und dann dass dadurch halt Verbrechen entstehen. Ja. Ich muss sagen, das ist auch zurückgegangen. Also ich weiß noch früher, vor, keine Ahnung, 10 Jahren, wo ich da noch gespielt habe, da hat man immer aufgepasst, wo sein Deck ist, hat man immer richtig geschaut, wo was ist. Jetzt sehe ich, wir kommen, da liegen wir da hinten unsere Tasche hin, hier machen wir Videos, dann irgendwie ist da mein Deck und keine Ahnung. Und es passiert nichts, man kennt jeden. Also ich muss sagen, diese Kriminalität, ist auf jeden Fall zurückgegangen. Das, was wir besitzen, ist ja Peanuts im Gegensatz von 10.000 Euro, Mann. Ja, das ist Peanuts, aber ich meine jetzt allgemein meine ich jetzt... 10.000 kriegt er die auch nicht. Ja, natürlich, aber selbst wenn er die für, für 10.000, wenn er, keine Ahnung, 7.000, 6.000 bekommt und jetzt... Ja, ist auch saftig, ne? Ja. Genau. Und dann ist halt der nächste, dann ist halt der nächste dran, oder? ICS Guadalajara. Ja, Mann. Also Jungs, gell, immer auf eure Sachen aufpassen, ja. Wie Nico schon gleich gesagt hat, immer nimmst du einen Teil mit in den Shop oder müsst ihr nicht mal alles mitnehmen, den Rest zu Hause. Vielleicht habt ihr ein Safe zu Hause, wie Nico anscheinend, ja. Und in Gruppen vielleicht auch, kann man dann auch gehen, ne? Man muss da nicht irgendwie alleine mit seinen fetten Ordnern da irgendwie im Rucksack. Genau, gründet ein Team wie wir, ne? Ja. Genau, er haut sie alle um, oder? Also ja. Uns kann nichts passieren, ne? Genau. Also von dem her, wir haben auch nichts, also von dem her kann uns auch so nichts passieren, ne? Passt auf eure Sachen auf, ja, und versucht es einfach nicht aufzufallen und zum Verbrechen zu vermeiden. Vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business. Servus Jungs, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte nicht vergessen, unsere Videos subscriben, liken, kommentieren. Checkt unsere Facebook-Seite ab, checkt unsere Sponsoren ab. Vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business.